Mit dem feierlichen Spatenstich hat der Neubau der St. Vinzenz-Schule in Neutraubling begonnen. Es entsteht ein moderner und bestens ausgestatteter Lernort. Sehr zur Freude von KJF-Direktor Michael Eibel. Wir freuen uns heute riesig. Es ist ein ganz großer Tag für die KJF, aber vor allem für das Kinderzentrum St. Vinzenz und die dortige E-Schule, wie wir sie immer verkürzt nennen. Weil heute ist der Spatenstich für die neue Schule. Und wir können zwei Schulteile, eines am Kinderzentrum St. Vinzenz in Regensburg, der zweite Teil im Theresienkloster, zusammenführen in eine Schule. Und da freuen sich schon alle drauf, wenn 2025 zum neuen Schuljahr die Schule fertig ist. Gut 22,5 Millionen kostet das Ganze. Und dann ging's ran an die Spaten. Spaten 5, 1, 2, 3. Sind die Fotografen zufrieden? Wenn's nein sagst, dann will ich sehen. Wie es einmal aussehen wird, zeigt uns Architekt Robert Brunner. Armin Wolf für KJF TV.